Und damit willkommen zurück bei Caligula zockt Wolfenstein 2. Es geht weiter. Wir sind ganz nah am Empire State Building. Da drin soll sich eine Widerstandsgruppe befinden. Wir müssen Kontakt zu ihnen aufnehmen und uns erstmal den Weg dorthin ballern. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und los geht's. Dankeschön. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, wieder rumgeballert. Oh! Wie schön! Mann, 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 müssen es immer so viele sein. Granate. Deckung. Granatenkills 5 von 25, sehr nice. Hier ist irgendwo ein Kommandant, der Alarm schlägt. Was? Irgendwo ist der hier. Unter uns? Na, komm schon. Kommandante, El Kommandante, wo bist du? Sage mir. Wo ist der Kommandante? Hier ist die Verstärkung. Tschüss, auf Wiedersehen. Ich hab noch 26 Schuss, verdammter Dreck. Was ist hier los? Oh, oh. Wir müssen vielleicht mal die Waffe wechseln. Auf die Maschinenpistole. Ab, hoffentlich bald dann gleich. Wo ist denn dieser verdammte Kommandant? 9 Meter ist der weg. Kann doch nicht so schwer sein. 8 Meter. Oh Mann, ein Irrgarten hier wieder vom Allerfeinsten, Leute. Wo ist der Kommandant? Wo ist der verdammte Kommandante? Und? El Kommandante. Wo bist du? Ich verstehe es nicht. Zeige dich. Zeige dich, zeige dich, zeige dich. Nun? Okay, haben wir anscheinend nicht entdeckt. Schade. Na, Großer. Willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Ich geh doch lieber erstmal zum Kommandanten. Wenn der Verstärker ruft, ist kacke. Irgendwas lag hier rum. Ah, eine Star-Karte wieder mal. Die schauen wir uns gleich mal an. Matthew Winner. Oh. Hier war erstmal eine Deckung. Alter Verwalter. Alter, Alter. Ich bin durch hier. Danke. Hier kommst du nicht rein. Du bist einfach zu groß, Maestro. Du bist zu groß. So, andere Waffe bringt, und zwar dieses Laserkraftwerk. Na komm. Wie hält denn der aus, der Kollege? Alter, ich baller meine ganze Munition an dem. Ich habe keinerlei Ahnung, wie wir gegen den bestehen sollen. Komm, komm, komm. Irgendwas ist da abgeflogen von dem. Also ein bisschen Schaden macht, nimmt er hier schon.
Ist jetzt nicht ganz so, als wenn er hier unbesiegbar ist. So sieht es jedenfalls aus. Auf alle Fälle haben wir jetzt unsere gesamte Scheiß-Munition verballert. Die gehen wir hier rein. Heilung ist gut, aber ich brauche erstmal. Oh jawohl, Laserkraftwerk, sehr nice. Danke. Oh yes, volle Palette Munition, das ist schon mal sehr nice. Guck mal her hier. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, das war's. Jawohl. Rest in peace, Kollege. Okay, wir werden beballert. Als würden mir die Eingeweide rausfallen. Wie ein Zombie. Okay. Ich hoffe, wir werden nicht zu einem. Wir haben triumphiert gegen das Riesenvieh. Das heißt, wir können es mit dem Sturmgewehr hier die Kleinen platt machen. Da steht schon wieder Alarm, ey. Überall irgendwelche Offiziere. Hat der kein Loot abgeschmissen, der Kollege? Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wo wir hier eigentlich sind. Ich einfach mal speichert jedenfalls. Und hier ist es extrem schwer, die Kommandanten zu finden. In diesem Wirrwarr, in diesen Ruinen von New York. Also ich habe hier extrem wenig Übersicht. Das war an den U-Booten bedeutend einfacher. Lokalisieren. Granaten, sehr nice. Na, 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 na. Okay. Was ist denn hier? Kratze. Gut, der macht Yoga. Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Okay. Eine Stimme, also, Anja. Zu jeder Zeit. Aufzüge. Wie bald. Das hat euch in diesem Wirrwarr hier nicht. Also, das sieht jetzt nicht alles sehr intakt aus. Dann einen Fahrstuhl zu benutzen, das wäre purer Selbstmord, würde ich mal denken. Okay, der lebt nicht mehr. Töne. Da ist er. Gut, haben wir. Gut. Danke für deinen Enigma-Code. Wir sind im State Building. Wir müssen jetzt nur noch ganz oben kommen. Je näher wir nach oben kommen, umso weniger ist die Strahlung. Ich verstehe. Lässt sich zu vergleichen mit dem Tenpenny Tower von Fallout 3. Ah, da ist ein Fahrstuhl. Okay, gut. Jetzt war ich ein bisschen stumm, weil ich gucken wollte. Oh, Hallöchen. So einer wieder. Hallo, es kommt schon. Gut, dankeschön. Heilung. Oh. Die Maschine sieht mir auch deutlich cooler aus, wenn man auch relativ langsam unterwegs ist.
zu langsam in meinen Augen. Aber wir können erstmal mit dem Fahrstuhl nach oben fahren, in der Hoffnung, dass wir dort irgendwie die Widerstandsgruppe finden. Bin gespannt. Aufzugstüren öffnen. Ja. Oder wir nehmen einfach mal eine ganz klassische Leiter. Level verlassen. Da wollen wir uns doch vorher ein bisschen umgucken. Ja, das hat sich schon mal gelohnt. So. Oh, 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 das sieht doch gefährlich aus, ey. Oh, Alter, und das mit meiner Höhenangst, Leute. Okay, wir sind ganz oben angekommen. Ging rasch. Wer zum Teufel sind Sie, Weißbrot? Ganz ruhig. Zuerst mal möchte ich klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre. Was, Sie gehören zum Regime? Nein, 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 ich gehöre nicht zum Regime. Nicht zum Regime, klar? Wenn Sie kein weißer Faschist sind, dann sind Sie entweder ein Farbiger oder Abweichler. Da Sie keine Farbe haben, sind Sie wohl ein Abweichler. Sieht so ein Abweichler aus, Grace? Nö. Hey, Augenblick mal. Ich bin vielleicht kein Abweichler, ich hab aber doch gesagt, er ist vom Regime! Oh, jetzt reicht's. Jetzt schon! Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Nein! Sie holen jetzt Super Spash wieder rein und setzen ihn ab, sonst stopfe ich Ihnen die Granate in den Arsch und sehe mit Vergnügen zu, wie Ihre Eingeweide von der Decke tropfen. Klar, Mann? Hören Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben versucht, Ihre Gruppe zu kontaktieren. Wir organisieren eine Revolution in Amerika. Wir? Der Wiesenau-Kreis. Spashy, bring diesen Wichser nach drinnen und gib ihm was Warmes zu essen. Ich steck das wieder rein. Scheiße! Wow! Entdeckung! Nur ein Scherz, Mann. Ist ein Blindgänger. Oh, die hat so einen Humor. Oh, sie erdrücken mich. Oh, nicht schlecht. Das ist Chili. Rezept meines Vaters, habe aber keinen Löffel. Oh, danke. Also, was ist mit dem Hühnerdraht? Hühnerdraht? Das ist mein faradäischer Käfig, Mann. Gefällt er Ihnen? Der hält das außerirdische Regime schön auf Abstand. Oh. Ich wurde fast von William Blazkowicz getötet? Oh, Scheiße! Alle unter 18 bitte weggucken. Darf ich? Und das trotz Kind, ey, Mann. Sie waren hier, als die Bombe fiel. Ja, war ich. Oh, oh, oh. Ich hab das recht gut überstanden, weil ich unter der Erde war. Als ich rauskam, sah es aus wie eine Vision aus Dantes Inferno, wissen Sie? Ich erinnere mich an Verstümmelte, die durch den Nebel irrten. An Schreie, die durch die zerbombten Gebäude hallten wie heulende Geister. Eine Mutter war da mit ihrem Sohn. Blind stolperte der Junge durch all das Chaos mit weit ausgestreckten Armen und rief nach seiner Mutter. Die Hitze der Bombe hatte die Haut an seinen Armen verbrannt und sie hing runter. So wie ein Hemd, das ihm viel zu groß war. Und ich weiß noch, wie die Mutter versucht, zu ihm zu kriechen. Die Hälfte ihres Körpers war völlig weg. Einfach so weg. In so einem Moment, was denkst du da? Wenn du weißt, du verlierst alles, was du liebst. Die mal die Augenbrauen, Kollege, ne? Was denkt man in so einem Moment, hm? Sch-
Scheiße. Das wird eine Narbe geben. Monster waren das. Keine Monster. Menschen. Ihr Verlust tut mir leid, Mr. Blaskovich. Ich habe Caroline kaum gekannt, aber sie war wohl eine tolle Frau. Sie hatte Eier aus Stahl. Eier? Warum müssen immer Eier herhalten, wenn einer mitteilen will, wie hart er ist? Kleine, äußerst zarte Dinger, geborgen in ihrer warmen, gemütlichen, verletzlichen Höhle aus schrumpeliger Haut. Scheiße. Das bleibt wohl ein Rätsel. Kein Rätsel ist der süße Saft, den sie produzieren. Ja, ich werde auch bald Vater. So ist der Kleine. Ist eine Sie. Oh, tut mir leid. Weswegen denn? Was ist, Specci? Schweine, jede Menge. Komm die Treppe hoch, eine scheiße Armee. Scheiße, die Wichser haben uns gefunden. Na, haben Sie einen Fluchtplan, Mr. Blaskovich? Anja, wir müssen hier sofort raus. Verstanden, William. Schicke Hass 1 und Hass 2 für sofortige Evakuierung. Verstanden. Bringen Sie Ihre Leute aufs Dach. Ich stoppe die Angreifer, bis die Helis da sind. Brüder und Schwestern, hört zu. Ihr müsst alle sofort aufs Dach. Wir evakuieren. Und nehmt alles mit, was ihr tragen könnt. Los, die Zeit drängt, Leute. Na los, los. Beine. Alles klar? Schaffen Sie einfach Ihre Leute hier raus. Okay, Leute, let's rock'n'roll! Let's rock'n'roll! Also, die haben Hans aber auch nicht mehr alle. Die sah aus wie aus. Die hat Drogen genommen. Weißen Faschistenschweine! Weißen Faschistenschweine! Dankeschön. Oh, eine Drohne. Amazing Grace! Puff. Oh, der hat sich angeschlichen. Na, Freundchen, nicht so voreilig. Schön aufs Maul wird hier ballert. Schön aufs Maul. Bang, hoch. Alter, die Munition ist schon wieder, geht schon wieder zur Neige hier alles. Niemand liegt sich mit Blaskovich. Nobody. Oh, Heli. Ist das unser verbündeter Heli oder ist das ein feindlicher? Ich nehme mal an, das ist ein feindlicher. Nee, ist er nicht. So, wir haben alle vom Dach geholt. Ja, gleich. Wir erstmal alles einsammeln. Euch passiert schon nichts. Stahlhelme. Ja, ich komme ja gleich, ich komme ja gleich. Was ist denn hier noch Schönes? Die haben sich aber auch schön gemütlich gemacht hier. Nicht schlecht. Zum Lesen halten. Clarence Brief, 19. Dezember 1948. Hallo mein Liebling, ich sitze hier im Schatten einer großen Palme und schreibe dir diesen Brief. Ich weiß, noch ein Brief von der Front. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich alle zu Hause vermisse. Wie sehr ich mir wünsche, dass dies
ein Urlaub wäre. Stattdessen muss ich gegen das Regime kämpfen. Ich wünschte, dass du und die kleine Angela hier bei mir wärt und wir gemeinsam die Sonne genießen könnten. Weißt du, hier auf dieser Insel, auf der ich stationiert bin, ist es wirklich schön. Hier gibt es smaragdfarbenes Wasser, weitläufige, blendend weiße Sandstrände und blauen Himmel, soweit das Auge reicht. Das, in Klammern, langgeschwärzer Text. Und es ist genau vor mir. Okay. Das. Zepter, zeig mal. Nice. Manhattan. Also wir haben noch allerhand zu sammeln vor uns. Alles werden wir natürlich nicht schaffen, weil es ist ein Let's Play und kein Let's Spazier. So. Also wir müssen dann tatsächlich springen drücken. Unnötig. Oh nein, oder? So. Geno-Schild ist zu lesen holen. Springen Sie rein, Blesko. Und die Concept Art. Ich weiß nicht, ob er die jetzt gespeichert hat. Carolina. Da. Noch ein Engel. Ich hab gespeichert, weil es ist nicht mehr da, glaube ich. Der mit seiner Caroline immer. Die ist nun tot. Das passiert nun mal im Krieg. Das ist ganz normal. Hat er etwa auch Gefühle für sie? Nicht nur für seine Frau, sondern auch für die Caroline gehabt? Man weiß es nicht. Nee, das nicht. Gut, dann probieren wir es mal mit Springen. Kampfgeist zurückgeben. Eine Revolution entfachen. Scheiße. Wir kämpfen jeden verfluchten Tag, Blaskovic. Aber die Weißen hier? Die haben doch aufgegeben. Ich glaube, die haben auf Kämpfen gar keine Lust mehr. Nein, die tun alles, was der Scheißkanzler ihnen sagt. So ein Schwachsinn. Sie wollen das Regime bekämpfen, wie wir. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen zeigt, wie. Wissen Sie, wer jetzt im Süden das Sagen hat? Der Ku Klux Klan. Verdammt, habe ich recht? Genau. Und was werden Sie tun? Wollen Sie mit denen Händchen halten, Brücken schlagen und sie überreden, sich uns anzuschließen? Machen Sie doch auf, Blaskovic. Ach, vergessen Sie die Überläufer. Die breite Masse ist wichtig. Hören Sie, ich bin ausgepowert. Ich mach's nicht mehr lang. Ich kann nicht mal mehr alleine stehen. Könnte schlimmer sein. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht haben sich alle mit der Tyrannei arrangiert. Das Regime ist vielleicht immer noch an der Macht, wenn ich verrecke. Schwester Grace hat immer recht, Bruder. Musste ich auch erst lernen. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Wer den Amerikanern die Freiheit nimmt, spielt mit dem Feuer. Und ich gieße noch Öl hinein. Die Leute müssen lernen, das nicht mehr mitzumachen. Und wenigstens das werde ich tun, bevor ich gehe. Sehen Sie, genau das meine ich, Blaskovic. Sie wollen dem Regime Angst machen? Es an der empfindlichsten Stelle treffen? Sie wollen ein verdammtes Chaos anrichten? Tja, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Wenn Sie immer noch mit allen Mitteln gegen das Regime kämpfen können, dann was wohl? Ha, dann wird mein Plan die Nation erbeben lassen. Oh, Scheiße! Muss ich jetzt etwa zurück nach Roswell? Ja, so sieht's aus. Was hältst du davon, du Dummerchen? Ich glaube, jetzt habe ich dich, mein Großer. Max Haas? Max Haas? Ich weiß nicht, Mixchen. Hier werden also die Entscheidungen getroffen. Ha. Wir brauchen einen Platz zum Schlafen. Dieser Raum ist leer. Super Spech! Herr Engländer, ich brauche ein neues Zuhause für meine Leute. Strom, Zugang zum Funkraum und ein Klo. Alles klar? Bitte. Was? Bitte. Wenn man was will, sagt man bitte. Und nennen Sie mich nicht nochmal Engländer. Okay, wollen Sie Ärger oder wollen Sie Hilfe? Ich bin für beides zu haben. Nicht drauf achten.
Kann ich nicht kontrollieren. Ich kümmere mich drum. Der was gibt's hier. Was? Hier ziehen wir ein. Oh, alles klar, Schwester. Also, hör zu, Brüder und Schwestern. Der empfindliche Engländer zeigt euch, wo ihr das Zeug aufbauen könnt. Danach sucht ihr euch einen Platz zum Pennen und lernt die Bootsleute kennen. Und hey, provoziert keinen. Aber lasst euch auch nichts gefallen. Großartig. Tut, was die nette Lady sagt und folgt mir. Haben Sie Atomwaffen an Bord? Haben wir. Es gibt einige Atomsprengköpfe unten in Sektion F. Wir müssen uns einen davon besorgen. Der Eingang zur Sektion F wurde versiegelt. Er ist überflutet seit dem Angriff. Blaskovic, können Sie schwimmen? Da waren wir doch schon. Sektion F. Oh, Baby, nicht oder schlecht. Nicht, Leute? Was egal. Teufel ist das? Gut. Der Widerstand ist vereint. Die Widerstandsgruppe aus Manhattan ist nun auch hier im U-Boot. In der Hammerfaust. Und in der nächsten Folge geht's weiter, wenn's heißt Caligula zockt. Wolfenstein 2. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.